lebt. Den Besitzern droht nun eine Anzeige wegen Tierquälerei. Er ist einer der bedeutendsten und umstrittensten Künstler unserer Zeit. Hermann Nitsch in St. Pölten im Cinema Paradiso hat gestern die DVD-Premiere eines preisgekrönten Films über ihn stattgefunden. Die Dokumentation hat den Publikumspreis beim letztjährigen Beverly Hills Film Festival bekommen und zeigt Hermann Nitsch auch ganz privat. Manche nennen ihn Mörder, andere bezeichnen ihn als blasphemisch, unmoralisch oder obszön. Und für viele ist er einfach nur ein Monster. Ich war schockiert und gleichzeitig ist dieses Schockieren, man wird angezogen und man will mehr wissen. Daraus geworden ist ein 60-minütiger Dokumentarfilm, in dem versucht wird, die Kunst und den Mann besser zu verstehen. Sein größter Wunsch, ein Auftragswerk für die katholische Kirche. Mit dem Film ist Nitsch zufrieden. Jeder Künstler ist ganz geil darauf, dass über ihn ein Film gemacht wird. Was Nitsch nicht so gern mag, seinen Vornamen. Vielleicht ein bisschen eitel. Ich habe unter dem Namen Nitsch was geleistet. Hermann gibt so viel. Und meine Freunde sagen eigentlich fast alle Nitsch zu mir. Wenig Leute sagen Hermann. Und so soll es auch bleiben. Seine Ehefrau, die mit ihm in Niederösterreich lebt, nimmt Vorurteile gegen die Kunst ihres Mannes gelassen. Als ich nach Prinzendorf kam und das erste Mal in das Geschäft reinging, dort stand auch noch Nitsch, nein, danke, auf der Vitrine, waren alle still. Ja. Und als ich dann rausgegangen bin, habe ich gehört, wie es drinnen explodiert ist und jeder sich überschlagen hat. Ich weiß nicht, ich habe dann schon Ehrfurcht und Achtung vor dem, wie das Leben sich ereignet. Und sicher hätte ich vieles anders gemacht, aber auf die großen Dinge, auf die es ankommt, da hoffe ich, es richtig gemacht zu haben. Im Film spricht Nitsch auch über seine Frauen als seine größten Förderer. Was bekommt eine Frau von ihm? Ja, was bekommt sie von ihm? Ja, vielleicht eben eine andere Sicht auf das Leben. Ich denke halt mein Werk. Mehr kann ich nicht, aber das kann ich nicht. Der neue Film über Hermann Nitsch ist auf DVD im Fachhandel erhältlich und Hermann Nitsch ist am Sonntag auch zu Gast in der Nahaufnahme.